Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Unsere Kiddies sind erwachsen und unsere Draufgänger sind zurück. Drei? Achso, Monkeys, das war alleine draußen. Alles klar, ich wollte gerade sagen, waren die zu zweit draußen? So, unsere Kinder sind da. Einer wird wahrscheinlich dann... Ne, Ausdauer trainieren braucht ja keiner, ne? Oh. Ja, maximal. Jetzt geh arbeiten. Oh mein Gott, plus D. So, ich muss mal ganz kurz gucken in Discord. Und zwar wollte wieder jemand trainieren. Wir haben Jessin. Er möchte seine Intelligenz auf 2 haben. Das machen wir als allererstes. Ja, oh, ach so. Wieso? Wo war er gerade? Ich hatte ihn gerade irgendwie zufälligerweise in der Hand gehabt. WTF? Jessin. Jessin, Jessin. Oh, ich bin tot. Jessin, da. Oh, das ist ein kleines Kraftwerk. Okay, er möchte Intelligenz haben. Zack. Dann geh du erstmal arbeiten. Ah, das ist ganz cool. Hendo Blatt, der hat ordentlich schon Intelligenz gesammelt. Nee, hat er nicht. Das sind nur seine Klamotten, sind das. Jump. Nee, ist alles in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, war das nicht Twin? Nee, alles gut. Bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Geil. Na, es kann sich nicht weit ausbreiten. So, wen haben wir denn noch hier? Die 5. Für noch Stärke. Oh, komm, dann. Ach ja, ich habe einen Unfall, ne? Geh weg. Maulwurfsratten auch noch. Oh, bleiben auch noch länger. Ne, ich kann mich ja so lange wiederbeleben. Und die anderen auch. Zack. Oh ne, die warten alle. Ich bin tot. Ihr habt nichts gefunden und ich koste auch zu viel. Schade. Noch machen wir Minus mit unseren Leuten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja gut, wir haben noch die Klamotten, die wir verkaufen können. Also eventuell plus minus null. Aber ist halt trotzdem kacke. Da warten die. 50 Kronen. Jetzt sind so arme Schlucker hier in der Vault. Wir überleben wirklich gerade so. So, und du? Du kannst auch ein bisschen stärker machen, ne? Komm, geh einfach rein da. So, Lord Huntington. Für dich brauchen wir noch Klamotten, ne? Also der Nächste, der Klamotten mitbringt, ne, weiß Bescheid. Wieso seid ihr eigentlich schon wieder zurück? Waren die nicht auf Quest? So, was geben wir denn? Kampfrüstung oder Lederrüstung? Ich glaube, Lederrüstung ist besser, ne? Erstmal ganz kurz gucken, wie war das hier? Verkaufe, Outfits. Eventuell schaffen wir das ja. Ich habe jetzt 2 Kinder gemoved, oder? Wo ist das dritte? Ah. Ha! Siphon-Outfit. Moment, Siphon-Outfit? Fallout Boy? Es ist Fallout Girl. Also, wir haben 2. Alles klar. Na gut. So, damit bist du durch. Nummer 6. Du kannst auch gerne mal dahin gehen. Okay, jetzt die anderen beiden. Obwohl, wir brauchen erstmal Klamotten. Ne? Wir brauchen erstmal die Klamotten. Das heißt, wir widmen uns mal Bugsy. Gib mir all die Klamotten her. Also das kann weg. So. Dann bekommt ihr jetzt erstmal Klamotten und zwar Lederrüstung. Oh, wir haben es geschafft. Schlafanzug. Und die Unter... Tu mir das nicht an, Spiel. Tu mir das doch nicht an! Das kannst du doch nicht machen! Okay, alles gut, alles gut. Wir merken uns die 3. Das ist aber nicht das Kind gewesen, oder? Du bist das Kind! Oh mein Gott! Detektiv Zero hat wieder zugeschlagen. Ich habe das Gesicht erkannt. Ja, wir haben es geschafft! Oh. Da passt jetzt wahrscheinlich nichts mehr rein, ne? Plus 1? Wer ist da so scheiße, ne? Du, der ist weg.
Ja gut, Stärke 1, klar. Ja, keine Ahnung, machen wir dich zur Intelligenzbestie. Obwohl, da ist ja momentan kein Platz, ne? Dann geh darüber. Das passt schon. Das passt schon. Lunchbox. Ja, endlich wieder. 500 Kronkorken ist ja schon 4 Wochen Geld. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir momentan in der Vault wirklich nichts haben an Geld, weil wir aus diesen Lunchboxen wirklich immer nur Menschen kriegen. Ja, 4 Nuka-Cola-Quantum mehr. Ein Agent-Provokateur, können wir gut gebrauchen. Und. Warum habe ich das erwähnt? Warum? Ich weiß es nicht. Oh, hallo. Dankeschön. Das Geld kann ich gut gebrauchen. Ja, du bist ein Mann, ne? Ah ja, ich wollte ja Intelligenz. Und trotzdem Männer. Hey! Yassin! Du kannst doch nicht einfach aus der Schule abhauen. Was ist denn los mit dir? Wir brauchen eine weibliche Intelligenzbestie. Irgendjemand intelligent genug? Eine weibliche, habe ich gesagt. Du wirst unsere Intelligenzbestie. Und dich tauschen wir durch Jump aus. Jump, geh mal kurz runter. Du gehst kurz da hoch. Dann nehmen wir Jump hier rein. Hat halt umsonst Intelligenz trainiert. Was soll's? So, die Nummer 3. Sehr schön. Wir haben übrigens auch wieder Neuankömmlinge sozusagen. Ich guck mal kurz in die Kommentare. Bop. Also, wir haben. Jump möchte also Ödländer sein. Ja, Jump, wenn du fleißig immer mit dabei bist, wenn ich sehe, dass du da bist, dann kannst du auch ins Ödland gehen. Ich würde dich als feste Einheit, der sofort rausgeschickt wird, handeln. da habe ich mal gespoilert, cool. So. Okay, Leute, ich finde den Kommentar gerade nicht. Wir machen das am Montag. Der sich da gemeldet hat. Keine Sorge. Ich habe gerade nur alles überflogen. Es ist immer ein bisschen viel. Wenn man sich das nicht irgendwie merkt oder vor der Aufnahme raussucht. Also gut gemacht, Mike. Sollte da nicht irgendwie jemand hingehen und Stärke trainieren? Achso, habe ich dann noch nicht gemacht. So, Fallout Girl ist ja schon mal fertig, ne? Dann nehmen wir Zerotastisch als nächstes. Der macht das schon. So, ich habe ja schon einen E-Punkt bekommen, ne? Ich bin jetzt auf Ausdauer 5. Ich gehe jetzt auf 6. Weil sonst kein anderer trainieren möchte, kann ich weitermachen. Dafür ziehe ich mir mal 600 ab. Remove. Money. 6. Erstmal mein Name. Zack. 600. Na gut, ich habe es im falschen Chat geschrieben, aber egal. Hauptsache es sieht jeder, dass ich mir das Geld abgezogen habe. Okay. Trainiere weiter. Wie viel Geld habe ich noch? Oh, 560. Wenn ich in knapp 20 Minuten wieder trainieren kann und 140 Kronkorken bekomme, dann schaffe ich es auf 7. Danach muss ich zwar sparen, aber egal. Was soll's. Holen wir mal Fallout Ball rein. Aber was haben wir jetzt eigentlich für eine Quest? Bevor ich jetzt irgendwas mache. Schließe 2 im Ödland entdeckte Quests ab. Wisst ihr was? Wie lange sind wir schon in der Folge? 10 Minuten, ey. Ja. Ich muss mich dran gewöhnen, die Leute am Anfang der Folge loszuschicken. Damit sie die Chance haben, draußen noch was zu finden. Guck mal, da wird Kleidung produziert. Wie cool. Der Raum ist voll, ne? Also gut. Deadline. Geh raus. Tywin Lannister, den habe ich ja auch gesehen auf Discord. Du kannst jetzt auch raus. Zack. Lordi. Du bist auch noch nicht geheilt, ne?
Ich meine, ich wollte eh was anziehen, ne? Irgendwas Billo-mäßiges hier, Lederrüstung für dich. Und dann kriegst du eins dem Gratis von mir und dann ziehst du los. Sehr schön. Nur leider werden sie wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten nichts finden. Ich muss mich dran gewöhnen, ey. Aber fürs nächste Mal schon mal die hier reinholen. Vielleicht brauche ich das noch. Was ist denn mit unserem Lager los? Ah, ich habe ja Geld. Stimmt, wir hatten ja was vor. Erstmal schön das Geld raushauen, was man gerade reinbekommen hat. Da ist das schön. 500 kostet das mittlerweile. Oh. Oh ja. Ich erinnere mich. Okay, das will ich loswerden. Den Scheiß will ich loswerden. Komm. Bauen wir ein paar Dinner rein. Merkt ihr, wie ich das immer noch mit Absicht mache? Ja, um genau dich zu ärgern. Der Kommentarschreiber, dass es nicht Dinner heißt. Ich habe das immer getan. Immer seitdem ich Fallout Shelter aufgenommen habe. Und immer haben sich die Leute aufgeregt. Und ich dachte mir nur, ist das herrlich. So, aber die Steine müssen leider auch weg. Auch wenn ich jetzt kein Geld mehr habe, um sie morgen alle wieder zu beleben. Aber es war es wert. So. Stelle 4 Outfits her. Nö. Finde 2 Freunde im Ödland. Wie kriegt man das hin? Okay, wir haben auf jeden Fall eine Menge zu tun. Das mit den 115 Outfits gefällt mir nicht. Dann müssten wir eigentlich viel, viel mehr rausschicken. Warum? Warum kann ich das nicht einsammeln? Hä? Ah, jetzt geht's oder was? Keine Ahnung, muss ich halt manuell machen. Stimmt! Das ging schnell. Wer zum Teufel hat denn 2 Freunde gefunden? Na gut, wir haben 3 Leute rausgeschickt, ne? Also er hat eine Red Kakerlake zerquetscht. Ich glaube nicht, dass Lord Tannen die Kakerlake als Freund bezeichnet hat. Vielleicht ist er auch über Deadline getreten. Kann auch sein. Ah, dem flüchtigen Sklaven wurde ins Bein geschossen. Ah, Tevin. Tevin hat einen Sklaven befreit. Schaut mir die Linie ist da wirklich... Nee, warte. Ich muss mal gucken. Also. Ich habe einen Kommentar bekommen von Big Bronx. Lannister schreibt mal mit A. Lannister. Nee, Lannister schreibt mal doch mit E. Weiß nicht, was du meinst, Big Bronx. Ich hab's gerade gegoogelt. Oder du hast den Kommentar wieder gelöscht. Weil ich habe das Ganze auf meinem Handy gesehen. Ja. Leute, ihr könnt eure Kommentare von mir nicht verstecken. Ich kann sie einfach wieder angucken auf meinem Handy. Weil was einmal auf meinem Handy-Display erscheint, das bleibt auch da. Nee, da unten steht's ja. Tywin ist richtig, aber Lannister ist falsch. Was? Hä? Wieso schreibst du das? Ich hab's doch richtig geschrieben. Lannister wird mit E geschrieben. Keine Ahnung. Boah, voll am gröbsten hier beim Sprechen. Erklär's mir. Ich hab meinen Zuschauer ins Gesicht gerübst. Ich bin das Arschloch. So. Was machen wir jetzt mit dir? Stimmt, du kannst ja jetzt wieder rein, ne? Jetzt haben wir dein Geld bekommen. Ich könnte ihn rein theoretisch jetzt nochmal losschicken, aber... Es hat eine Woche gedauert. Er ist echt legit eine Woche unterwegs. Für 5000 Kronkorken.
Ey, weiß nicht, ob sich das lohnt. Und wieso hängt ihr da eigentlich zu zweit ab? Fallout Boy! Was ist los mit dir? Warum chillst du da? Monkey Sass, was ist los mit dir? Warum chillst du da? Maxi? Alles arbeitslose Schnorrer, ich sag's euch. Liegen mir nur auf der Tasche. Wir wollen nichts dafür tun. Sammle 10 Schrottteile. Ja, danke, Spiel, dass du es mir so spät gibst. Das können wir also leider erst am Montag lösen. Weil am Wochenende kommt natürlich kein Fallout Shelter. Ich plane etwas fürs Wochenende, aber es ist alles noch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Weil renovieren und alles gleichzeitig machen, das frisst ziemlich viel Zeit. War klar, dass genau jetzt die Maulwurfsratten kommen. Okay, das machen wir noch. Tywin Lannister hat ein super duper Mart entdeckt. Ich fürchte, du musst gleich wieder rauslaufen. Ist denn, du hast Glück. Eliminiere die Raider. Eventuell wirst du nicht weit laufen, Tywin. Ich hatte da auch schon meine Probleme. Ach, guck mal, der erste Raum ist gratis. Oh, ein Stim. Was ist das für ein Gestank? Das bist vielleicht du, der beim Scheißen ist? Ein Boss. Oder sind drei. Und wir können, das hasse ich an diesem Spiel, wisst ihr das? Die Lebensanzeige, die man einfach nicht sieht. Wir probieren das Ganze mal. Eventuell könntest du es schaffen, wenn ich nur... Ach Gott, nein, Granaten. Du bist Stufe 12, das könnte noch... Wenn ich nur das Leben vor dem Typen sehen könnte, aber das geht nicht. Oh, ist tot. Du kannst es schaffen, Tywin. Nice. Und das ist das große Problem. Wenn sie direkt ineinander stehen, kannst du die Lebensanzeige nicht sehen. Und im schlimmsten Fall vom Boss. Also weißt du nicht, ob du es schaffst. Also musst du es probieren. Ja, gut. Ich versuche deinen Stim noch nicht aufzubrauchen. Wobei, der wird sowieso automatisch eingelöst im Ödland, ne? Ja. Das ergibt keinen Sinn. Bin gespannt, was du bekommst. Ach, Tywin, wenn du willst, kannst du deinen Charakter natürlich noch anpassen. Wir haben auf Discord den Channel New You. Da kannst du dich natürlich weißhäutig machen und du kannst dir sogar goldenes Haar machen. Ja, Kronkorken hast du bekommen. Ein einziger? Warum ist da ein einziger drin? Da sind da normalerweise zwei drin. Oh, komm, kritisch. Boom! Du glückliches Arschloch. Das gibt's doch nicht. Ah. Tywin. Alter. Es ist das typische Lannister-Glück, weißt du? Kriegt alles in den Arsch geschoben. So, wir haben die Lunchbox doch nicht erhalten. Wir kriegen sie erst, wenn er zurückkommt. Das heißt, am Montag. Dann sei mal gespannt, Lannister, was du so alles in dieser Lunchbox findest. Wir sehen uns am Montag in einer neuen Folge wieder. Den Shop werde ich am Samstag um exacto mundo 12 Uhr aktualisieren. Das heißt, wer Stims kaufen will, morgen, also Samstag, 12 Uhr, da werden die Stims quasi pop, auftauchen. Habe ich 20 Uhr gesagt? 12. 12. 12. Schreibt es euch nicht auf. 12.
Das solltet ihr euch aufschreiben. Gut, haut rein, euer Zero. Tschüss.